Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video des Projektes Fahrerarbeitsplatz MAN SL200E2H. Ich habe im Vergleich zur letzten Folge schon einiges weiteres herausgefunden, was das Armaturenbrett an sich betrifft. Ich habe zum Beispiel geklärt, warum hier keine Haltestellenbremse vorhanden ist und was es mit diesen zwei wunderschönen Schaltern auf sich hat. Des Weiteren geklärt habe ich, wie man diese wunderschöne Feststellbremse, die ihr ja schon mal gesehen habt, anschließt und mit OMSI verbindet. Die wird dann hier reinwandern, denn ihr seht ja schon, das Armaturenbrett ist jetzt in seinem entsprechenden Rahmen drin, in der entsprechenden Einfassung. Und diese ist eben jetzt vor kurzem angekommen und deswegen wollte ich euch die auch gleich mal präsentieren. Zuerst einmal möchte ich euch mal kurz den Zustand zeigen. Hier haben wir zwei originale, zeitgetreue oder zeitlich passende Beschriftungen, Bremskreis 1, Bremskreis 2. Die Anzeigen werden noch folgen, kein Problem. Hier unten ein Taster. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wofür der eigentlich ist. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr freuen. Dann gehen wir mal auf die Rückseite. So, hier sehen wir, ja, es ist schon relativ gebraucht, das Ding. Es stammt eben aus den 70ern, das sieht man auch. Hier oben ein richtig schöner Dreckrand, hier ein paar Abplatzer. Und auch hier auf der Seite eigentlich ein mehr als miserabler Zustand. Hier mit diesen ganzen Kratzern und Abplatzern. Und auch hier haben wir den eigentlich größten Mängel an der ganzen Sache. Und zwar einen kompletten Abriss von dieser Einfassung hier. Ja, das hört sich jetzt eigentlich summa summarum relativ bescheiden an. Aber letztendlich wird sich da einiges an diesem Ding tun. Und ich werde euch gleich mal erklären, was alles so. Ja, zum einen wird dieses Armaturenbrett, also der Träger an sich, doch jetzt nach langer Überlegung eine neue Lackschicht spendiert bekommen. Denn ich habe mir das nochmal ganz genau angeschaut und man sieht schon hier, gerade hier an den Schaltern schon relativ große Abplatzer. Auch hier ist der Lack nicht mehr im besten Zustand. Hier unten ebenso und auch hier beim Warnblinker relativ große und unschöne Kratzer. Ja, und auch hier oben sehen wir an dieser Blendkappe zum Beispiel, dass da schon ein ziemlich großer Dreckrand vorhanden ist, der sich nicht so einfach entfernen lässt. Und so habe ich jetzt einfach beschlossen, ich gönne dem Ding einen neuen Lack. Ja, und wie werde ich diesen Lack aufbringen? Ganz einfach durch eine Lackiererei, die ja spezialisiert ist auf solche Projekte. Und da werde ich eben hinfahren und werde mir hier einen komplett neuen Lack drauf machen lassen. Hier wird dann erstmal der Lack natürlich entfernt, so wie das hier schon mal testweise gemacht wurde. Und wenn das getan ist, dann wird von beiden Seiten eine komplett neue Lackschicht aufgebracht in wunderschönem Mattschwarz, die dann alle möglichen unschönen, ja, Erhebungen und Kratzer beseitigt. Und da freue ich mich schon wirklich sehr drauf, denn dann gewinnt das Ding natürlich erstmal an Optik, denn es ist ja ein Oldtimer und Oldtimer, wie ihr wisst, strahlen meistens oder sollten zumindest strahlen. Hier möchte ich noch mal kurz erwähnen, auch hier haben wir bei diesem Träger eine relativ dicke Dreckschicht hier mit großen Dreckrändern und wie gesagt die ganzen Abplatzer, die ich ja euch gerade schon gezeigt habe. Und auch hier werde ich diesen Träger zur Lackiererei mitnehmen und werde den komplett neu lackieren lassen, denn er soll ja dann auch im gleichen Farbton sein wie das Armaturenbrett selbst. Genau, und dann wird sich das Ganze wirklich wieder sehen lassen können und nicht so wie jetzt relativ alt aussehen, denn ich möchte wirklich einen richtig schönen Oldtimer bekommen. Die Handbremse, habe ich euch ja schon gezeigt, kommt dann etwa hier rein, wird eine kleine Erhöhung dann darstellen, das werde ich noch basteln bzw. nachbauen. Und auch hier bei den Türtastern wird sich noch etwas tun, und zwar wird hier einmal ein Türtaster eingesetzt mit der Beschriftung Tür vorn, die hier ja eigentlich auch drauf war, die aber, wie gesagt, jetzt mittlerweile schon abgegriffen ist und deswegen möchte ich da einen neuen einsetzen. Für Türmitte habe ich das leider nicht gefunden und deswegen wird der erst nochmal so bleiben, wie er ist.
Nochmal ganz kurz hier zu diesem Abplatzer. Den werde ich auffüllen mit Kunststoffspachtel. Der hat den Vorteil, dass er relativ fest wird, wenn er denn einzieht. Und das hier wirklich wunderschön verschließt, dann ein bisschen abschleifen und dann sieht das wieder aus wie neu. Da muss man natürlich ein bisschen Acht geben, weil man sieht hier, es ist hier Moosgummi, der hier drauf ist. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Man kann hier eindrücken und ja, er gibt nach. Also es ist kein Plastik, kein Metall, es ist Moosgummi. Und dementsprechend vorsichtig muss man hier auch sein. Aber es geht auf jeden Fall, wenn man sich Mühe gibt, kriegt man hier eine richtig schöne Kante hin. Ja, soweit von hier. Da möchte ich noch kurz erwähnen, dass ich ja eben rausgefunden habe, wie man jetzt mit diesen Türtastern die Türsteuerung übernimmt bei diesem Bus. Das werde ich euch nochmal gesondert erklären. Des Weiteren habe ich jetzt eingekauft, richtig ordentlich. Und ja, was genau, werde ich euch jetzt dann gleich zeigen. Ich mache jetzt einmal kurz einen Cut. So, wieder sind ein paar Tage vergangen und meine kompletten Bestellungen, zumindest der erste Teil, ist eingetroffen. Ja, eine ganz kurze Sache noch zum Armaturenbrett. Ich habe es jetzt noch gar nicht auseinandergenommen und von den Elementen befreit, sondern einfach nochmal zusammengelassen, denn bis ich da in die Lackiererei komme, werden dann doch noch ein paar Tage vergehen und ich möchte mich auch erst anderen wichtigeren Dingen am Fahrerarbeitsplatz widmen, aber dazu gleich mehr. Einmal noch kurz möchte ich anmerken, dass ich jetzt hier der Zentralschmierung auch eine Blindkappe gegeben habe und natürlich auch die anderen Blindkappen alle so geblieben sind, wie ihr sie aus dem letzten Video kennt. So, jetzt mal als ganz kurzen Cut mit einer kleinen Bilder-Dia-Show. Möchte ich euch kurz erzählen, was diesem Schritt, den ihr gerade gesehen habt, folgte. Es kam nämlich ein Tacho an, den ich mir bestellt hatte. Es war aber leider ein Tacho, der eben vorrangig in O305 und O405 verbaut wurde, weil er die typische Mercedes-Benz-Bauart aufweist. Bilder werden jetzt gerade ja eingeblendet. Und ich habe mir diesen Tacho bestellt, weil ich ihn ganz günstig auf eBay geschossen habe für, ich glaube, ja, etwa 7 Euro. Und ihn jetzt gar nicht großartig auf Funktion geprüft. Ich habe ihn einfach nur gereinigt und dann quasi schon wieder weitergeschickt und mit jemandem getauscht gegen einen gleichwertigen Tacho von Kienzle, der aber eine andere Messskala aufweist, nämlich eine, die nur bis 100 km/h reicht. Und außerdem sieht der neue Tacho dann ein bisschen anders aus. Er hat eine andere Optik, eine Optik, die eher zu den Tachos aus den MN, SLs und SDs passt. Und deswegen habe ich mir, wie gesagt, einen neuen zugelegt, beziehungsweise eben die zwei getauscht. Ja. Und der neue kommt dann auch im Laufe der nächsten Woche an und wird in meinem nächsten Video gezeigt. So, noch ein kleines Update zu meinen zwei Türtastern. Die werden neue Kappen spendiert bekommen. Die jetzigen Kappen, man kann die nämlich ganz leicht rausschrauben, wurden von mir total gereinigt, absolut gereinigt und auf den neuesten fabrikneuen Stand gebracht. Und diese Kappen möchte ich, oder ja, werde ich mir tauschen lassen gegen ältere Kappen dieses Typs mit einer milchig hellroten Farbe und da kann man eben nicht mehr so leicht durchschauen und diese hier sind eben eher aus einem neueren Bus und passen nicht wirklich in einen MAN SL und deswegen werde ich mir da ältere Exemplare zulegen, aber das ist ja noch ferne Zukunftsmusik. So viel auf jeden Fall mal dazu. Des Weiteren werde ich meine Feststellbremse bald auseinandernehmen und sie OMSI-tauglich machen. Dazu werde ich ein eigenes Tutorial, so wie es aussieht, machen. Eventuell diese Anleitung aber auch in eine der nächsten Fahrerarbeitsplatzfolgen mit einbinden. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Jedenfalls werde ich euch ganz genau zeigen, wie ihr eine Feststellbremse quasi OMSI-tauglich machen könnt. Klar, ich werde auch die Handbremse mit OMSI verbinden, beziehungsweise mit dem R-Case, eben mittels eines Mikroschalters, den ich da einbauen werde. Wie das funktioniert, zeige ich euch ja. Und dann des Weiteren habe ich mir hier schon mal eine Schablone gebastelt und diese Schablone stellt hier diese Metallplatte dar, die hier mal reingekommt und reingehört. Diese Metallplatte gibt es leider nicht zu kaufen und die bekommt man eigentlich nirgends her. Das heißt, ich habe kurzerhand beschlossen, mir die selbst zu erstellen, selbst zu fertigen.
Und wie ich diese machen werde, lackieren werde, mit einem Loch versehen werde, dann auch hier die Handbremse dementsprechend mit einem Absatz angleichen werde, werdet ihr auch alles in einer der nächsten Folgen erfahren. So, jetzt ist es Zeit für die eigentliche Überraschung dieses Videos und die größte Neuerung, den heute bei mir eingetroffenen Kraut-Zahltisch aus den 70ern. Ein Originalstück aus einem MAN SL200, soweit ich das weiß. Und ja, ich finde es einfach nur genial und möchte euch das jetzt einfach mal zeigen. Und dazu gehen wir hier einfach mal weg von diesem wunderschönen Schild und hin zu meinem Kraut-Zahltisch. Es ist doch einfach ein geniales Teil, was da heute bei mir eingetroffen ist. Und ich werde euch jetzt dann gleich mal vorführen, wie das Ding denn eigentlich funktioniert. Ich habe diesen Zahltisch, um mal das Ganze vorwegzunehmen, erworben für unglaubliche 50 Euro auf eBay. Das war gewissermaßen ein Schnäppchen, denn so viel sind die Dinger auf jeden Fall wert. Und meiner ist ja hier in einem wirklich sehr guten Zustand für dieses hohe Alter. Und auch hier mit diesem typischen Geldrückgabeschild, was ja wirklich wunderschön ist und auch vielfach anzutreffen in den Bussen dieser Zeit. Ja, und hier habe ich mir schon ein paar Münzen zurechtgelegt. Unter anderem jetzt Centstücke, die jetzt eigentlich überhaupt nicht hier reinpassen, die ich jetzt einfach mal hier reingelegt habe. Und dann unter anderem habe ich ein paar Pfennigstücke, 10 Pfennig, auch 50 Pfennig sind dabei. Genau, und ich habe dann auch noch, ja, gewissermaßen größere Schätze. Und die muss ich euch natürlich auch noch mal kurz zeigen. Nämlich diese zwei wunderschönen Prachtexemplare. Davon habe ich noch mehr, aber ich habe jetzt hier einfach mal zwei zurechtgelegt. 2x5 D-Mark. Das ist doch einfach ein wunderschönes Geld. Auch von hinten eine richtig tolle Währung. Und genau diese Münzen passen zu meinem starken Bedauern nicht in diesen Münzwechsler, denn, und das zeige ich euch jetzt mal, wenn man hier mal schaut, es gibt hier eine 5-Pfennig-Ausgabe, eine 10-Pfennig-Ausgabe, eine 50-Pfennig-Ausgabe, eine 1-D-Mark-Ausgabe und eine 2-D-Mark-Ausgabe, nur leider keine 5-D-Mark-Ausgabe. Und die 5-D-Mark-Stücke sind einfach zu groß für die 2-D-Mark-Ausgabe. Es gab auch Krautzahltische mit 5-D-Mark-Ausgabe. Die habe ich aber hier leider nicht in meinem Zahltisch hier. Und deswegen muss ich halt eben mit den, ja, 2er und 1er D-Mark-Ausgaben vorlieb nehmen. Aber ich denke, das ist zu verschmerzen. Und auch mit denen kann man natürlich wunderbar das Geld in Omsi wechseln. Ja, und hier sieht man jetzt eben die Geldkassette, die eigentliche. Hier kann man natürlich auch draufdrücken. Entweder man nimmt hier zum Beispiel gleich 15 Pfennig, das ist dann quasi dreimal so viel wie hier die 5. Und hier eben das gleiche Spiel, 30 oder 10 jeweils. Hier das gleiche Spiel, 1,50 oder 50. Hier sind es 4 D-Mark oder 1 D-Mark, kann man sich immer entscheiden. Und hier 8 D-Mark oder 2 D-Mark. Ich muss dazu sagen, dass ich diese ganze Geldkassette komplett gereinigt habe, genauso wie den ganzen Zahltisch, denn da war auch schon eine recht dicke Staubschicht drauf und ich habe hier zum Beispiel diese Einkerbungen, man sieht es hier ganz gut an den 1,50, komplett von Dreckresten aus diesen ganzen Jahrzehnten und Flugrost befreit. Das habe ich einfach mit einem, ja, Schwammspülmittel und ziemlich viel Desinfektionsmittel geschafft. Und somit dann hier ein wunderschönes Ergebnis erzielt. Man kann hier diese Geldkassette rausnehmen. Man kann hier unten diese Klappe einmal öffnen. Die ist hier mit einer Feder fixiert. Und hier hat sie so ein Metallblech. Denn wenn ich hier drauf drücke und die Münze fällt raus, fällt sie über dieses Metallblech, wird darüber in diesen Schacht hier reingeleitet. Hier. Ich weiß nicht, ob man es wirklich gut sehen kann, aber sie wird in diesen Schacht reingeleitet und fällt dann hier durch. Und kommt hier im Ausgabefach raus. Und wenn man hier das eben öffnet und hier oben dann dieses Ding hochklappt, kann man diese Geldkassette rausnehmen. Das werde ich euch aber erst in einem der nächsten Videos zeigen, denn dann geht es nämlich daran, diese ganze Geschichte hier zu verkabeln und mit Omsi zu verbinden. Denn ich habe mir das Ding ja nicht zum Spaß gekauft, sondern dafür, dass ich damit meinen Omsi-Fahrscheinverkauf steuern kann. Genau. Machen wir hier mal wieder zu.
Ja, des Weiteren gibt es hier zwei Schubladen. Ich habe hier mal gerade eine geöffnet. Da kann man alles Mögliche Wunderbare reintun, zum Beispiel sein Smartphone oder sein Geldbeutel, einfach mal als Beweis hier. So, und dann kann man das natürlich auch schließen. Und die Besonderheit an diesem Fach hier ist, dass es mittels Schlüssel quasi zugeschlossen werden kann. Und hier oben hat man auch nochmal ein Fach. Kann man auch alles Mögliche reintun. Ich werde mir dann da Omsi-Pläne, Linienpläne, Fahrpläne, alles reintun, was ich eben für meine Fahrten brauche. Und das dann somit auch so originalgetreu wie möglich handhaben. Ich habe jetzt aktuell keinen Schlüssel für dieses Schlüsselloch. Ich werde mir einen machen lassen beim Schlüsselmacher und dann hier auch diese Schublade verriegeln können. Und jetzt möchte ich euch nur kurz zeigen, wie man denn das mit diesen Münzen hier am besten macht. Für alle, die dies interessiert, denn es ist ja schon recht alte Technik und ich finde es zum Beispiel einfach schön, die dann hier erlebbar zu machen. Ja, ich fange jetzt hier mal an mit einer 10-Pfennig-Münze. Die kann man einfach hier drauflegen und dann ganz galant in das Fach mit den 10 Pfennig, hier unten sieht man es, 10 Pfennig, einfach mal schön reinschieben und reinfallen lassen. Ich habe natürlich schon ein paar mehr Münzen vorbereitet für 10 Pfennig, die werde ich jetzt alle mal hier hinlegen. Man könnte da theoretisch auch Cent verwenden, nur ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Cent auch wirklich so gut reinpassen wie die Pfennig und außerdem soll das Ganze ja so originalgetreu wie möglich sein und dann nehme ich natürlich Mark, deutsche Mark. Ja, dann kann man hier die einfach reinfallen lassen. Ohne das den ganzen Zahltisch aufwendig öffnen zu müssen, einfach hier reinfallen lassen. So, auch die Münzen kommen hier einmal schön rein. Und dann kann ich ganz bequem, ich mache hier unten mal ein bisschen frei, kann ich ganz bequem hier einmal entweder die 10 drücken und mir eine einzelne Münze rauslassen. Ja, oder ich drücke die 30 und es kommen exakt 3 Münzen raus. Und was ich immer bewundere, ist, dass nach dieser ganzen Zeit, die dieses Ding jetzt schon in Betrieb ist und nach diesen ganzen Jahren, die es schon auf dem Buckel hat, dass es immer noch exakt 3 ausgibt und sich da niemals irgendwie vertut, dass die Mechanik immer noch so schön funktioniert, dass hier exakt 3 rauskommen. Und wenn ich nur eine will, dann drücke ich eben hier. Genau, das gleiche kann man natürlich auch mit 50 machen. Genau, und schon sind sie da im Ausgabefach. Ich habe folgendermaßen vor, dieses Zahltischchen hier zu programmieren oder anzuschließen. Ich möchte einfach nur diesen Zehner-Schalter hier und den 1-Mark-Schalter in Betrieb nehmen. Und die anderen eben nicht, denn ich brauche wirklich eigentlich nur 1-Mark- und 10-Mark-Schalter, habe ich so herausgefunden in meinen Omsi-Fahrten. Denn man kann mit 1-Mark und 10-Mark eigentlich alles rausgeben, was man möchte. Die anderen sind eher überflüssig, finde ich. Und ich finde einfach, die zwei sind die essentiellen, die zwei sind die wichtigsten. Und da ich sowieso nicht mehr ganz so viele Ausgänge an meinem A-Case frei haben werde, möchte ich ganz gern nur 2 verkabeln. Und wie ich diese 2 mit Mikroschaltern dazu bekomme, dass sie an meinen Computer ein Signal aussenden, das werde ich euch eben in dem angesprochenen Video zeigen in einer der nächsten Folgen Fahrerarbeitsplatz TV. Seit meiner letzten MAN-UL-Folge ist ja einige Zeit vergangen. Das Armaturenbrett ist AD, ist Geschichte. Und ja, wie ihr schon seht, die ganzen Kabelreste hier dominieren die Landschaft. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen richtigen Kabelstrang und alle Kontakte hier noch am A-Case dran. Die werde ich auch nicht entfernen, die werden da dranbleiben. Und gleich für das neue Armaturenbrett des MAN-SL genutzt. Das sieht jetzt alles etwas, ja, ein bisschen chaotisch aus, wird aber dann natürlich noch alles sortiert und geordnet. War ja auch beim alten Fahrerarbeitsplatz so, aber jetzt eben hier ist ja gerade erst mit dem neuen Projekt begonnen worden und dementsprechend chaotisch sieht es eben aus. Auch die Relais sind so gut wie alle weggewandert. Für den alten Fahrerarbeitsplatz habe ich 15 Stück gebraucht, für den neuen sind es jetzt gerade mal 4. Also wirklich ein Bruchteil. Hier unten dann noch die Trafos für 12 Volt und 24 Volt. Ja, so viel auf jeden Fall mal dazu. Das ist der klägliche Rest, der noch übrig geblieben ist.
Und jetzt zum Schluss dieses relativ langen Videos heute möchte ich euch einfach mal eine kleine Bitte von mir ans Herz legen. Ich bräuchte, damit hier mein Fahrerarbeitsplatzprojekt richtig realisiert werden kann, eure Unterstützung. Und zwar eure Unterstützung im Bereich dieser D-Mark. Und zwar sieht das Ganze folgendermaßen aus. Ich habe jetzt aktuell 12 mal 10 Pfennig. Das ist aber leider etwas zu wenig, denn ich brauche mit OMSI, ich möchte ja nicht nur, dass ich hier einfach drauf drücke und dann kommt kein Geld raus, sondern es gibt nur ein Signal in OMSI und ich kann in OMSI das Geld ausgeben. Nein, ich möchte ja auch, dass hier bei mir eben auch Münzen rausfallen. Und genau dafür brauche ich eben eure Unterstützung. Ich brauche mehr 10 Pfennig Münzen. Und genau dafür möchte ich euch an dieser Stelle bitten, wenn ihr welche zu Hause habt, die ihr nicht mehr braucht oder die ihr für dieses Projekt hier entbehren könnt, es hat wirklich einen guten Zweck, dann könnt ihr mir gerne eine private Nachricht, einen Kommentar oder eine E-Mail an die eingeblendete Adresse schicken. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich da ein bisschen Unterstützung von euch bekommen könnte. Ich bräuchte neben diesen 10 Pfennig Münzen auch noch 1 Mark Münzen, wie schon angesprochen. Ich bräuchte also wirklich nur 1 Mark und 10 Pfennig. Und wenn mir da jemand weiterhelfen könnte und mir ein paar spenden könnte, das wäre wirklich sehr, sehr nett von euch. Denn ansonsten ist dieses Projekt eben nur halb so schön anzuschauen, wenn eben dann keine Mark und keine Pfennig rauskommen, sondern einfach, ja, wenn ich hier einfach drücke und gar nichts passiert und das Signal nur in OMSI übertragen wird. Und ich hoffe einfach, dass ihr mir ein bisschen helfen könnt und mich da unterstützen könnt, indem ihr mal eure alten Mark-Vorräte einfach mal ein bisschen durchkramt. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich dafür und verabschiede mich dann auch für diese Folge Fahrerarbeitsplatz TV. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.